den Untergrund. Ottakring Denk mit Kultur hat hiermit den Vorhang geöffnet, um wieder hervorragende Gäste mit mir im Plausch und musizierend in die österreichischen Haushalte zu transportieren. Das freut mich total. Ein richtiges Kulturprogramm. Damen und Herren, holen Sie Ihre Nachbarin, holen Sie Ihren Nachbar. Wir haben heute eine Dame, die hat eine eigene Rose. Ja, die heißt wie sie. Und wir haben einen Herrn, was soll ich sagen? Zweifacher Nestroy-Preisträger. Ja, hochdekorierte Gäste hier heute bei uns. Ich bin auch, hab mich den Umständen entsprechend schön ausgeputzt. Ja, ja, hab auch die Hollywood-Welle für Sie aufgetragen. Ja. Und frag mich eigentlich, bereit, wenn Sie es sind, auf was warten wir eigentlich noch? Auf die. Lass uns endlich loslegen, bumm, lass uns mit einem Notchen. Singen mit Gefühl, lachen mit Herz, red und trink und denk mit Kultur. Hey! Damen und Herren, unser heutiger Gast ist jemand, der zwar noch sehr jung ist, aber doch schon alles angerammt hat und er wahrlich ein Genre mitbegründet hat, was ganz alt ist und jeder schon vergessen hat. Er kann ganz viel. Er ist Regisseur, er ist Kunstpfeifer, er ist Puppenspieler, er ist Schauspieler und eine wunderbar nette Person. Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir Nikolaus Habjan! Nikolaus Habjan, schon der Name alleine ist Grund, jemanden einzuladen. Wirklich so ein schöner Name, aber dann noch wahnsinnig viel, was du uns erzählen wirst. Damit deine Kehle nicht austrocknet, frage ich dich natürlich gleich, wie es sich für eine gute Gastgeberin gehört. Was darf dir denn der liebe Josef kredenzen? Was gibt's denn Gutes? Bier? Die Speiskarten auf für oben. Bier, Wein, ich alkoholfreie nehm, Getränke. Ja, ich nehme eine Limonade, nehme ich. Ja. Eine Limo? Ja, ganz langweilig. Ja. U30 trinkt Limo. Ja, ganz genau. Ja, nein, ich bin im Moment antialkoholisch unterwegs. Das respektieren wir und wir wissen, die Limo ist bei dir gut aufgehoben. Ja. Ich hätte gerne eine Zwiekel, bitte. Ist auch Limo, eigentlich, oder? So, fast limonadenartig. Du, Gegenstand, Nikolaus, wir haben immer hier Gegenstände am Tisch liegen, wo ich eigentlich mal denke, eine Frechheit normal. Da wird jemand als Puppenspieler angekündigt. Und dann haben wir da, ich glaube, den hast du lieber. Ja, stimmt, vollkommen richtig. Aber du nimmst den in die Hand. Sehr schön, ja. Das haben wir schon gedacht, du wirfst den vom Tisch, den Kasperl. Und also der gelernte Österreicherin, ja, der ist ja der mit Puppenspiel meistens das da in Verbindung bringt. Ja. Du bist nicht so ein Freund seit Kindertagen vom dem schon ein bisschen, weil er der Böse ist? Ja, immer. Ich habe immer ein Faible für die Bösewichter gehabt. Mhm. Aber der Kasperl war ja ganz früher auch sehr böse. Der ist ja nur bei uns nicht böse. Ja, der ist einfach entschärft worden. Aber wenn man sich die ganzen Kasperl-Geschwister anschaut, also Frankreich, Monsieur Cristobal, Spanien oder eben England, Punch and Judy, dann findet man raus, dass das ein ziemlich bösartiger Zeitgenosse ist und sehr politisch ist, für Erwachsene ist. Und das ist bei uns so ein bisschen vergessen worden. Und
der Kasperl ist jetzt nicht mehr, zum Beispiel im Ersten Weltkrieg gab es Kasperl an der Front, jetzt ist er im Kinderzimmer. Prost an Kasperl, ja. Wie er früher die einst war. Genau. Oder? Ja. Nikolaus, du hast seit Kindertagen das mit diesen Puppen total super gefunden. Du hast, glaube ich, tatsächlich in Salzburg bei dieser Marionettenbühne, war das dein erstes Figuren? Also ich habe sicher davor, glaube ich, schon ein Kasperltheater gesehen, aber das hat nicht so starken Eindruck hinterlassen. Aber ja, gar nicht, das ist schon. Okay. Aber das definitiv prägendste Erlebnis war dann mit 5 Jahren im Salzburger Marionettentheater. Und das war auch Oper und ich habe mir gedacht, Oper und Puppe, das ist genial und das würde ich irgendwann in meinem Leben gerne machen. Nächstes Jahr dann. Nein, dieses Jahr, fast Blödsinn, dieses Jahr. Du hast das dann gleich gemacht eigentlich. Ja, ja. Weil du, ich habe gelesen, es finde ich total herzig, deine Eltern haben sich die gewundert oder eher nicht. Deine Kindergärtnerin hat einmal gesagt, der Bub redet die ganze Zeit, er will in die Oper gehen. Ja, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Quasi, weißt du, wo kommt das her? Ja, das war eben, wie ich 4 Jahre alt war, da war 1991 und das war Mozartjahr. Und da gab es Kinderzauberflöte im Fernsehen, das hat meine Mutter aufgenommen und ich habe das wie eine Droge schwersüchtig konsumiert. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, okay, aber das auf der CD ist mehr Musik oben als in dieser Kinderzauberflöte, die nur eine halbe Stunde gedauert hat. Dann habe ich mir irgendwann meine Mutter gefragt, warum ist das so? Sagt sie, ja, das ist gekürzt. Dann habe ich gesagt, dann möchte ich gerne die ganze Zauberflöte sehen. Und ich durfte pro Tag 20 Minuten fernschauen. Da geht sie die ganze Zauberflöte. Wenn ich brav war, genau. So hat sich die ganze Zauberflöte über eine ganze Woche gezogen, weil ich war nicht immer brav. Und ja, so war das, genau. Und dann hat die Kindergärtnerin gesagt, der Bub muss in die Oper. Genau. Der raunzt also, genau, die ganze Zeit. Die Tante Gabi hat dann gesagt, lieben Gruß übrigens, die sieht das sicher nämlich. Und die hat ihm gesagt, ja, gehen Sie doch mit Ihrem Sohn in die Oper. Und da bin ich heute noch dankbar, weil das hat sehr viele Weichen gestellt. Und meine Mutter hat dann gemeint, ja, wenn er müde wird, dann können wir ja in der Pause gehen. Wir sind nicht gegangen, sondern nächste Woche wieder. Oh, ja. Wahnsinn, voll angechunkt quasi. Voll. Und du warst dann einer von diesen herzigen Buben, ich stelle mir das wirklich total romantisch vor, der sich dann zu jedem Weihnachten, Geburtstag, kriegst du was zu Pfingsten? Nein, Ostern. Immer Figuren gewünscht hat, ja, genau. Um selber dann im Kinderzimmer die Zauberflöte aufzuführen. Genau. Das heißt, wenn Besuch gekommen ist, dann mussten die, ob sie wollten oder nicht, eine Stunde im Kinderzimmer verbringen. Ja. Gesessen am Kinderzimmerbettchen, ja, und genau. Haben dir zugeschaut, wie du, hast du da auch schon gesungen dann? Nein, das habe ich nie gemacht, ich habe als Kind nie gesungen. Nein, das habe ich nicht, das habe ich mir nicht zugetraut. Das heißt, das war dann eine Sprechaufführung? Nein, das ist die CD, ist gelaufen. Ach so. Ich habe zur CD gespielt. Ah, ja, genau. Wie cool. Ja. Und dann sind alle gesessen und haben gesagt, naja, zu die Habians müssen wir uns überlegen. Heute zahlen sie die Eintrittskarten. Du hast natürlich richtig hinten dran gehängt und heute zahlen dieselben, die bei dir schon im Kinderzimmer gesessen sind, Eintritt dafür, dass sie den Habian sehen. Genau. Du hast relativ schnell dann entschieden, du möchtest das mit Oper und Puppen machen, genau. So im Groben. Und hast dann irgendwie schnell bemerken müssen, dass es in Österreich gar keine Ausbildung zum Puppenspieler gibt, die genau. Es sehr wohl in anderen Ländern genau. Schon gibt. Genau. Das heißt, was war der Ausweg? Autodidakt sein. Also ich habe 2 Workshops bei Neville Trenter gemacht, der für mich eine riesige Inspirationsquelle ist. Das ist so ein australischer Puppenguru quasi. Genau, der hat auch in Wien früher, wie das Schauspielhaus noch unter Iron Berg und Perry Koski war, hat er auch viel gemacht. Und ja, mit lebensgroßen Klappmaulpuppen. Und deswegen habe ich auch zum Krokodil vorhin gegriffen, weil das ist mein Medium, die lebensgroße Klappmaulpuppe. Und das Krokodil ist auch eine Klappmaulpuppe und die ist eben so. Ja? Ja. Die klappt mit dem Maul und das war's? Ja, mehr gibt's nicht. Verdammt. Aber du nimmst das gleich, also du bist schon ein Puppenverrückter, oder? Sicher. und hast dann aber was studiert? Opernregie, genau. Und bist damit fertig? Ja, genau. Also ich hab und mir bist dann jetzt Nikolaus Habian, Puppenspieler,
Opernregisseur. Genau, also Opernregisseur habe ich studiert, genau, und Puppenspieler, das etabliert. Ja, weil das war ja bei uns dann doch nicht so üblich, wie du daherkommen bist mit, da habe ich was gesehen, ich habe eine Idee. Na, nicht so. Also das, ja, es gab schon in Wien große Zeiten von Puppenspiel, also das, also unter, also Biblitz, Odeon und so weiter, das, da war schon viel los. Popodrom, dann Arminio Rothstein hat auch immer wieder versucht, für Erwachsene vor allem, weil das ist das, das Ding, für Kinder gab es das immer, aber für Erwachsene eben ist es so ein bisschen eingefroren in den letzten Jahrzehnten. Und durch Zufall, dass ich dann am Burgtheater spielen durfte, 2012, das war so ein bisschen so ein Adelsschlag. Und dann war so das Publikum, das so im Burgtheater war, aber nie ins Off-Theater gegangen wäre, wie es ja viel gibt in Wien, die dann auch sagen, na, auf eine kleine Off-Theaterbühne gehen wir nicht, aber wenn er im Burgtheater spielt, dann muss es ja was wert sein. Dann gehe ich sogar in die kleine Kescheme auf der Werdingerstraße. Ja, genau. Ja, genau. Und es gab wirklich auch Leute, die dann so gesagt haben, ich habe sie gesehen im Burgtheater und vorgestern in dieser kleinen schmutzigen Bühne in der Werdingerstraße, ganz großartig, wo ich mir gedacht habe, ja, schön. Es ist sehr sauber dort. Ja, obwohl es ein Porno-Kino war. Es war ein Porno-Kino, aber es ist schon lange nicht mehr und die Sitze sind alle neu. Ja, ja, so ist es. Nämlich, wir sprechen vom Schubert-Theater, um dem auch einen Namen zu geben, dass du quasi begonnen, du bist ja aus Graz eigentlich, genau. Du bist nach Wien gekommen, Schubert-Theater, hast dort als Regieassistent, glaube ich, begonnen. Genau. Aber nur ganz kurz, dann war ich eigentlich... Eine Produktion. Ja. Es war eine Produktion über Bulimie und dann habe ich mir gedacht, da bleibe ich jetzt, weil das war irgendwie eine ganz, also ganz tolle Menschen dort. Und mit dem Direktor des Schubert-Theaters habe ich mich auch sofort gut verstanden. Und da kam dann mein erstes Stück raus, wo ich das erste Mal überhaupt auf der Bühne stand. Schlag sie tot. Schlag sie tot. Wo wir dich gerade begrüßt haben. Ja, ich habe es gehört. Ja, weil du auch ein wahnsinniger Georg Kreisler-Fan bist. Absolut. Du bist schon, du hast schon eher so arge Sachen gern. Wie gesagt, so immer ein Faible eher zu den... Morbider, genau. bisschen dunkel alles. Ja. Ja, und Schubert-Theater, wie gesagt, schlagt sie tot. Und dann gleich, wie alt warst du, als du Friedrich Zavrell Stück entwickelt hast? 24, 25. Also als so junger auf die Idee zu kommen, ein Stück zu machen über eine noch lebende Person, die quasi als Kind, wie er ja damals war, quasi eingesperrt war, um, weiß ich nicht, was damals eigentlich vorgehabt haben, Menschen zu brechen. Ja, zu brechen und medizinische Experimente, also das war ganz entsetzlich. Aber sich diesem Tobak zu widmen, das ist schon sehr ungewöhnlich. Ja, das war eher so, dass sich dieser Tobak mir gewidmet hat. Also ich bin eigentlich in dieses Thema reingerutscht, durch eine Recherche, zu einem anderen Thema. Ich wollte eigentlich Frankenstein machen. Ja, und habe recherchiert, Frankenstein, was bedeutet das für uns, weil das ist ja ein wahnsinnig philosophischer Roman und ich habe recherchiert über, wo Medizin Grenzen überschreitet, also gerade so Stammzellenforschung und solche Sachen. Was man heute als 24-Jähriger so macht. Ne? und bin dann eben auf einen Artikel gekommen, wo es um medizinische Experimente im Zweiten Weltkrieg an KZ-Insassen ging, Ergebnisse geliefert wurden, die heute in der Medizin eine Rolle spielen. Und das war für mich ein wahnsinnig brisanter und unglaublich verstörender Artikel, weil der eigentlich ganz rein von der wissenschaftlichen Seite aus in eine Richtung gegangen ist, die mir wirklich Angst gemacht hat. Und darüber bin ich dann auf den Dr. Heinrich Gross gekommen, der ja der Oberarzt auf diesem Spiegelgrund, auf dieser Klinik war. Und dann über diesen Fall auf den Friedrich Zavrell und habe den dann auch im Altersheim besucht und dann hat mich dieser Stoff eingesogen und ich konnte gar nicht anders. Also ich wusste ganz genau, ich habe den Friedrich am 3. September 2011 habe ich ihn kennengelernt und ich habe genau gewusst, von dem Tag an werde ich bis zur Premiere keine Ruhe haben und es war wirklich nonstop. Ich habe in der Nacht davon geträumt, ich habe den ganzen Tag über das nachgedacht, ich habe mir seine Lebensgeschichte erzählen lassen in allen Einzelheiten und das war wirklich, also ich habe noch nie so intensiv überhaupt, ich glaube auch, das kommt auch nicht mehr, das ist so ein Stoff, den hat man einmal im Leben und ich weiß noch gar nicht, ob ich das nochmal aushalten könnte. Ja. Ja. Bitte, natürlich ist es so, dass du nicht nur wunderwutzemäßig so viele Sachen kannst, du bist auch noch Kunstpfeifer. Es gibt, bitte, Damen und Herren, die Internationale Philharmonische Gesellschaft für Pfeifkunst.
Das muss man so aussprechen. Ja. Das ist was ganz Wichtiges. Ja, ich will mich doch gar nicht lustig machen über das, weil das ist eine Kunst. Gerade in Wien ist das Pfeifen eine lange, traditionelle Geschichte, die natürlich du mit deiner verrückten Art mit, ja, ich will mit vier in die Oper, so, sofort für dich genommen hast. Du bist Kunstpfeifer, ja, und hast von der Internationalen Philharmonischen Gesellschaft für Pfeifkunst 2015 den Platz 4 belegt. Das heißt, da muss man nichts vorpfeifen, die hurgen sich das irgendwo an. Die haben das gefunden auf YouTube. Und die sagen dann, du bist Viertbester der Welt. Ja, genau. Unfassbar. Damen und Herren, vor Roger Whittaker. Und lachen Sie jetzt nicht zu Hause, nein, der Roger Whittaker, der kann super pfeifen. Der kann wahnsinnig gut pfeifen, ja. Ja? Der kann richtig gut pfeifen. Und dass du singen und pfeifen kannst, wenn wir dich schon da haben, würden wir nicht überprüfen, wir sind nicht in der Schule, sondern wollen wir genießen. Okay. Damen und Herren, ich freue mich wahnsinnig. Einen großen Applaus für diesen wunderbaren Menschen, Nicolas Habian. Ein altes Lied, wunderschön jung dargebracht. Damen und Herren, Nicolas Habian! Wochenend und Sonnenschein und dann mit dir im Wald allein. Weiter brauch ich nichts zum Glücklichsein. Wochenend und Sonnenschein. Über uns die Lerche zieht, sie singt genau wie wir ein Lied. Alle Vögel stimmen fröhlich ein. Kein Auto, keine Chaussee und niemand in unserer Nähe. Schenkt uns ja zum Glücklichsein, Wochenend und Sonnenschein. Nur 6 Tage sind der Arbeit, doch am 7. Tage sollst du ruhen. Sprach der Herrgott, doch wir haben auch am 7. Tage zu tun. Herren, natürlich wäre es nicht vollständig hier in unserer Mitte in Otterkring, wenn wir noch eine hervorragende Dame zu uns als Gesprächspult holen. Eine Frau, die man eigentlich in Österreich niemanden erklären muss. Sie hat wahnsinnig viel geleistet in ihrem Leben. Tänzerin, Schauspielerin, Sängerin und, wie sagt man so schön, irgendwie eine Frau, die jeder kennt, weil es jeder irgendwann einmal bei was mitgekriegt hat. Ich freue mich wahnsinnig, dass Sie für uns
Zeit hat und zeigt, wie bunt dieses Format sein kann. Ich wünsche einen riesigen Applaus. Erheben Sie sich zu Hause von Ihren Sitzen. Damen und Herren, Dagmar Koller! Hallo. Oh. Was, ich kann das ein bisschen. Dankeschön. Frau Koller Dank. Kommt sofort mit einem gut gelaunten Pfeifen. Ich habe meine Requisiten mitgenommen. Sehr vor lauter schön. Aufregung habe ich das schon leer gemacht. Vielleicht ist dann in der Bar. Aber das ist ja sehr hoch für meine kleine Figur. Das geht doch. Ich halte mich an. Charles Aznavour habe ich gesehen, dass er immer so saß. Ja? Ah, wird sie aber das durchstehen? Ja. Ah, Wahnsinn. Aber dürfen wir, wir Bitte. Haben uns das Du-Wort vorher angetragen. Birgit, ja, du bist einmalig. Dankeschön. Ich habe dich da draußen abgehört die ganze Zeit. Das ist so eine doppelte Akustik da draußen in dieser Otterkringer Bier, nicht? Oder was ist das hier? Ja. Das, es ist keine Wodka-Destillation. Hier wird das Bier geben. Nein, ich habe gedacht, dass du jetzt sagst Bachblüten. Ach so. Ja. Ach so, das ist für hier die Notfalls. Bitte, Nikolaus. Ich sagte, ich habe sofort draußen mitgepfiffen, weil ich erlebt habe, wie ich ganz jung war, so jung wie jetzt die Danke. Liebe Birgit. Danke, Dagmar. Und da habe ich in Amerika eine Show gemacht. Und hatte den Jüngsten, einen so jungen Mann wie Sie das sind oder du das bist. Ich darf ja als alte Oma schon du zu dir sagen. Und habe diesen jungen Mann in Amerika groß rausgebracht in meiner Sendung und er konnte pfeifen. Und er war also als Whistler berühmt und hat die Musette-Walzer, weil ich habe immer mit der Oper was zu tun. Ich bin ein Opern-Fan und finde euch großartig hier hinten. Ja, wenn was Oper ist, dann bitte vier Herren bitte sehr. Schaut euch das an! Ja! Richtig! Der eine fesche Mann hat mir schon gesagt, wenn er die Haare verliert, weil ich ihm gesagt habe, ich verliere ja meine schon langsam, weil es im Alter alles weniger wird, hat er gesagt, dann hat er halt ein Glotzen. Und da habe ich mir gedacht, ein Glotzen bei dem feschen Gesicht ist auch nicht schlecht. Ja? Hat das Gesicht mehr Platz? Ja? Da hat das Gesicht mal. Magst du was trinken? Magst du was trinken? Ich möchte nur kurz, weil ich möchte etwas bestellen und das wäre so unhöflich. Und zwar Bier. Ja, welch ein helles, ein dunkles. Ich weiß, ich keinen Unterschied, aber das Dunkle. Magst du gern so herber oder mehr so pilziger? So? Naja, ich trinke immer was, das. Was Gesundes? Nein. Also, das ist schwer. Man muss ja alles erleben, wenn man nur auf Gesundheit denkt. Das ist gut. Es schaut zwar so aus, dass man sagt, wusch, aber es ist sehr gut. Ah, das ist ein trübes, oder? Ja. Das ja, bitte auch. Ja, bitte, Josef. Noch das, Josef. Ja, Josef. Josef. Schau, danke. Ich auch bitte noch eines. Das ist ja fast ein Sessel für mich. Schau. Ja, super. Oh. Achtung! Wegen der Versicherung war das. Ja, steht da vor, die Frau Koller fällt uns vom Drehstuhl. Das kann sich ORF3 nicht leisten, wenn das da. Darf ich dem Nikolaus das noch fertig sagen? Ja, bitte. Und er hat dann bei mir in der Show den Musette-Walzer gepfiffen. Und jetzt, wie ich draußen war, habe ich festgestellt, ich kann gar nicht mehr pfeifen. Oh ja, das ist schon. Na, das ist schon mehr kommt nicht. Aber durfte man früher als Mädchen pfeifen? Ich kenne von meiner Oma immer den Spruch, Mädchen, die pfeifen und Hennen, die krähen, sollte man bei Zeiten die Hälse umdrehen. Also... Aber toll, wie du das auswendig kannst. Aber in meiner Zeit... Ich hab's oft gehört. Also sagen wir ehrlich, in Kärnten dürfen die Frauen alles. Ich bin ja Kärntnerin. Ich weiß. Und wenn ich jetzt Kärntnerisch rede, dann ist ja alles hinten, weil ein bisschen heißer bin ich noch aus Amerika.
angekommen in Wien, weil die Aircondition im Flugzeug so kalt ist, dass ich gestern noch gar keine Stimme hatte. Jöi, was ist denn da? Ja, schau, jetzt Nikolaus, das gleich. Schau. Was hast du denn da her? Wir haben aus dem Jahr 1986, ich zeig's mal der Kamera, dann ja, darfst du genießen. Danke, danke. Es hat 1986 einen Artikel gegeben, da war nämlich damals Prince Charles und Lady Diana in Wien. Und da gab es diese, nennen wir es mal, unterm Tisch Kaviar-Affäre, wo es geheißen hat, dass ihr zwei, der Herr Prince Charles und du unter dem Tisch verschwunden wärt. Und dann hat tatsächlich eine britische Zeitung, der Daily Mirror, hat eine Karikatur gebracht, wo Prince Charles Lady Diana vorschlägt, bald wieder nach Wien zu kommen. Und hinter seinem Rücken hat er ein Bild von dir und er wäre so gern wieder. Schau, das war 1986, bitte sehr. Das war damals eine große, ganz England hat auf. Also das ist ja fantastisch. Ich kenne das gar nicht. Ja, deshalb habe ich es dir da hergelegt. Da habe ich gesagt, das hast du sicher nicht mehr. So ein schönes Nachthemd habe ich gar nicht. Ja, das ist ja auch die Lady Diana. Hilf mir! Ja. Da die bin hinter ich dem Rücken! Ich hab doch, das bin ich! Nein, er versteckt. Aber die Ähnlichkeit haben ist. Hast du mich damals schon so niedergemacht? Nein, das war nicht. Das war ganz im das Gegenteil. Das war 1986. Man, da war ich ja noch. Ganz im Gegenteil, da hätten sie gemeint quasi. Aber die Lady Di hat wirklich mit mir ja eine wunderschöne Woche erlebt. Und ich muss sagen, die war wirklich eine ganz einmalige Erscheinung. Wirklich ein einziges Vergnügen, denn sie war nicht so schüchtern wie sie immer, weil sie so groß war. Ich bin ja gerade bis dahergegangen. Also sie war so riesengroß, hatte also immer so nach unten und dann hat sie dich so angeschaut, weißt du, von unten hinauf. Die hat wunderschöne Augen gehabt, hat die Nase wirklich so durcheinander, wie ich sie habe. Also wir beide haben dasselbe Problem, dass wir immer wussten, von einer Seite müssen wir fotografiert werden. Was, die Nase? Ja, meine Nase kann man nur von einer Seite fotografieren. Aber meine ist die Kamera viel, viel größer, meine Nase. Also nasentechnisch bin ich noch eher, glaube ich. Na bitte, ich habe dich jetzt draußen bewundert. Also du darfst nicht ein Gramm an Nase. Du darfst kein Gramm Nase opfern. Aber, jetzt, aber der Nikolaus war hinreißend. Ja, war wie er gepfiffen hat. Also ja. Du bist Konkurrenz. Er war hinreißend. Bei mir ist die Nase. Aber ich habe. Nein. Schau, du bist ja auch eine Frau. Ja. Und ich habe eine Schwäche für so. Für so Herren, so Junge. Ich weiß nicht. Deshalb war uns in der Redaktion schnell klar, wen wir dir gerne zur Seite setzen wollen. Danke schön. Ganz ehrlich. Schön. Und dann gleich so hinreißend, weil er wirklich, was er alles gemacht hat in seinen jungen Jahren schon. Was da noch wenn ich dran denke, in meiner Zeit war das so, dass man, ich habe das erste Mal die Verledi gespielt in der Kölner Oper, da war ich 33 und kam mir sehr jung vor und muss sagen, heute spielt man die Eliza Verledi, wo man eine Erfahrung schon mitbringen muss, weil ja das Singen ist auch nicht so leicht. Und die können heute mit 19, 20 schon in die Rolle einsteigen. Also ihr seid schon eine Generation, die es schlechter hat als wir. Weil wir haben die Möglichkeit gehabt, uns lange vorzubereiten und Vorbilder zu sehen. Ja. Und dann wirklich gewusst, jetzt schaffe ich es. Aber da war ich dann 33. Ich kann mich erinnern, ich habe es in der Kölner Oper. Ja, und dann kam ich erst nach Zürich. Und dann erst nach Wien. Da sind aber die Intendanten schauen gegangen, ob die Cola, kann man die Verledi singen lassen, die schaut ja nicht aus wie eine Eliza. Eliza muss ja irgendwie so puppig ausschauen. Nicht? Aber puppig habe ich nie ausgeschaut. Leider nie. Aber wie oft bitte, hast du... Nikolaus, hilf mir da. Aber sicher. Ja. Wie oft hast du es grün zu grün gesungen? Hast du da mitgezählt? Weil du hast 23 Jahre die Mai Verledi. 1300 Mal habe ich sie gespielt. Wow. Wahnsinnig. Wahnsinn. Und ich weiß... dass mein Mann, ich war ja nur einmal verheiratet, Gott sei Dank, ich habe den Helmut Zilk spät geheiratet, erst mit 40.
Und trotzdem haben alle geglaubt, ich bin so ja, mit 32 die Kohle, nicht? Und da habe ich mich getraut, das erste Mal in meinem Leben auch wirklich bei Interviews zu sagen, naja, ich bin ja noch nicht 30. Boah, das hat mir ein Leben nachgehangen. Also das hat irgendeiner recherchiert. Und heute muss ich immer lesen, bevor überhaupt mein Name richtig ausgeschrieben ist, steht schon Klammer, wie alt ich bin. Und das habe ich mir jetzt dran gewöhnt. Und ich muss sagen, wisst ihr was, es ist schön, eine komische Alte zu sein. Du warst aber auch mit Joachim Kuhlenkampf auf Tournee, das ja? wusste ich nicht. Okay. Was macht man mit Joachim Kuhlenkampf auf Tournee? Ihr Kind kennt ihn, wie Kind war, kennt ihn nur von, einer wird gewinnen. Ja, dieses Ding. Für mich war das überhaupt. Mich war der nur Fernsehen. Ich kann dir sagen, warum er mich als seine Partnerin ausgesucht hat, weil ich so billig war, weil er nichts kostet. Wirklich, die haben in Wien ein Vorsprechen gemacht, dann mussten wir uns alle anstellen im Sacher. Und jede ist reingekommen und ich war gerade halt absolviert als Schauspielschülerin und habe aber gar nicht an Schauspiel gedacht. Ich wollte nur Sängerin sein, Sängerin, aber Oper, mi. Und da war ich sehr jung und dann habe ich auch vorgesprochen. Und auf einmal hat man mich zurückgerufen und hat gesagt, ja, wir würden Sie nehmen. Wie stellen Sie sich das vor? Und ich habe mir gedacht, Hauptsache genommen. Und dann haben sie gesagt, was für Gage ich will. Und da habe ich von Kolleginnen in Wien gehört, dass, ja, da musst du schon 300 Schilling verlangen pro Abend. Und ich habe gedacht, na ja, dann sage ich 300 Schilling, das habe ich gleich wieder rausgeschmissen. Also man darf nie hören, was die Kollegen sagen bei Gagen. Es ist immer eine Lüge. Also ich habe es dann gekriegt für 150 Schilling. Und das hat sich schon geleppert. Ja. Bei 30, fast 29 Vorstellungen, auf einmal bin ich, habe ich Geld gehabt, ich habe keinen Groschen ausgegeben. Und trotzdem habe ich mit dem Kuhlenkampf eine wundervolle Zeit gehabt. Das war ein so fantastisch gescheiter Mann. Er hat immer versucht, mich zu bilden, aber da habe ich eine Mutter gehabt, die schon so streng war mit mir. Und da habe ich schon immer zurückgegeben. Und ich habe ihm auch was Schlimmes angetan. Weil das er war Herz gebrochen. Nein, gar nicht. Der mochte so einen Typ wie mich ja gar nicht. Und da habe ich dann so ein Kistel entworfen, wie eine Schuhschachtel. Und da habe ich Löcher reingemacht. Und da habe ich dann immer das so getan, als wenn ich mein Meerschweinchen mitnehmen möchte. Damit ich nicht so allein bin. Ich weiß nicht, ein Meerschweinchen imaginiert. Imaginiert, wunderschön. Wunderschön. Das kann ich gar nicht so schön aussprechen. Nein. Imaginiert. Ja. Und dann habe ich das immer so da und da, was hast du denn in der Kiste, Dani? Dann sage ich, ich möchte es nicht sagen, aber ich habe ein Meerschweinchen mehr gekauft. Bist du wahnsinnig? Und das bei mir im Auto drin, voll Teufel, und das ist keine Bakterien und alles. Und dann hat er in dem Kleinbus, in dem wir alle gefahren sind, hat er verlangt, dass ich da im Koffer kommen, wo wir alle die Koffer reingeschoben haben. Und dort habe ich dann das Kistel reingeschoben. Und eines Tages war eine Notbremsung auf der Autobahn. Und ich bin rausgestürzt, bin ich wieder reingekommen und gesagt, mein Meerschweinchen ist tot. Ja, ich muss es ja irgendwie wieder loswerden, diesen Trick. Das ist super schön. Das ist super Geschichte. Super Geschichte. Prost. Was ich mit dir gar nicht in Verbindung gebracht habe, wo ich total gespannt bin auf die Geschichte. Mit 75 hast du ganz früh hast du gesagt, wenn ich 75 Jahre alt bin, dann mache ich das Kapitänspatent. Das schaffe ich geistig nicht mehr. Hast du das je wahrgemacht? Immer. Oder willst du das wahrmachen? Ich träume davon. Aber ich habe immer geglaubt, dass ich in meinem Beruf und in meinem Status mir doch anfinden, der große Yacht am Meer draußen. Ah, da war der Wind. Ja, okay. Das ist ja, ja viel schöner, Gast zu sein. Ja. Und da gibt es ja eine Dame in Österreich, die ja das schönste Schiff in Nizza hat stehen. Heißt auch Klagenfurt. Und da gehe ich immer, wenn ich in Nizza bin, hin und denke mir, mein Gott, wie kann man so ein tolles Schiff den ganzen Jahr dort stehen lassen? Ich würde das beleben, ich würde das Freunde einladen, ich würde das so gern einmal fahren dürfen. Na, mal anklopfen und fragen. Nein, das bitte. Tue ich nicht. Ich bin hier mit der Aufruf. Die Klagenfurt muss von Frau Dagmar Koller bewegt werden. Das wäre doch schön. Aber ein Traumschiff ist das, ja. Aber du könntest das ja brauchen. Nein, aber das Patent wollte ich wirklich gerne machen. Aber jetzt sage ich ehrlich, bei mir in Portugal ist ein sehr hoher Seegang.
Und man sieht diese kleinen Schiffe, wie ich sie fahren könnte, dann sieht man nicht. An der Donau siehst du die Elektroboote, nicht Elektroboote, sondern... Mein Mann ist immer mit mir in Mörbisch rausgefahren mit so einem kleinen Elektroboot. Und das hat dann zwischen dem Schilf gewackelt. Da hat er gesagt, siehst du, auf meinem Boot, da bin ich Kapitän. Ja, das geht in Portugal dann nicht an mir. Du hast ein Haus in Portugal, bist oft in Portugal. Ja, sehr viel. Stimmt es, dass Cliff Richards dein Nachbar ist? Na ja, jetzt dieser hat wieder sein Haus ausgetauscht auf ein noch größeres, wunderschönes Haus, was ich nie genommen hätte, weil jetzt ist er im Inneren der Landschaft. Er war früher so nah wie ich. Ich komme ja wirklich 34 Stufen. Jeden Tag laufe ich auf und ab, damit ich ein bisschen im, ja, wie sagt man denn? In Shape. Ja, in Shape. Na, Shape ist ja so ein schönes Wort, aber in Form, Form bleibe. Danke dir. Ich danke dir. Und dann, ich habe das Haus direkt am Meer und habe den Vorteil, sage ich auch, dass ich so laut das Wasser höre, in der Nacht, und da brauche ich nie eine Schlaftablette. Und seit ich jetzt aus Amerika zurück bin, das sind ja 2 Tage erst, habe ich 2 Tage die Schlaftablette genommen und ich muss auch sagen, die hat Folgen. Ich habe heute früh nicht gewusst, wie heißt es, was ich jetzt anrufen soll. Und dann habe ich wirklich, eine Schlaftablette ist lebensgefährlich, wirklich. Ja, also, aber das ist dieser Jetlag, wenn man da so herumchattet. Nein, ich habe kein Jetlag. Das Beste ist Bananentee. Bananentee? Bananentee. Was ist das, Bananentee? Ja, das ist einfach, wenn man eine Banane, eine Bio-Banane, mit der Schale, also die Enden abschneidet und kocht. 10 Minuten, da ist wahnsinnig viel Magnesium, Tryptophan und Kalium drin. Wir haben die geraucht früher, die Bananenschalen. Achso, nein, nein, nein. Kennst du das? Nein, das habe ich noch nie gehört. Ja? Das kocht man 10 Minuten. Und dann schläft man? Oder? Ja, ja, die ganzen Muskeln, alles entspannt sich und man schläft. Stell dir vor, was die junge Leute heute alles wissen. Ja. Ich weiß nicht einmal, was Kohlenhydrate sind. Ich esse für mein Leben gern alles Nudeln. Nudeln, 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 von früh bis nachts. Und ich merke dann immer, wenn ich also anfange, ein bisschen was anderes zu essen, dann setzt es da wo zu. Also ich bin auf Nudeln. Schlank wie eine Nudel. Ja, bin ich schlank. So soll es sein. Bitte, es ist natürlich, ich bin sehr gespannt, persönlich auch. Ja. Es gibt dieses wunderbare Publikum und selbiges hat im Vorfeld Fragen an euch gerichtet. Ja. Und die werden uns wie immer kredenzt von dem wunderbaren Herrn, der sich nennt Josef. Danke. Danke. Und das sind die Denkzettel und selbige, ich komme zwischen euch, wenn ich hier so mich behende fortbewege. So, ich werde mal versuchen, ein paar Gescheite, und es sind wahrscheinlich nur Gescheite dabei. Kasperl oder Prinzessin, das finde ich interessant, ja? Also ist das jetzt irgendwie, was ich mir wünsche oder was ich bin? Ich glaube, das darfst du jetzt da aussuchen, wie du willst, das steht dir frei. Dann sage ich beides, ich kann auch eine Prinzessin sein. Ja, das weiß man. Ja? Ja, weil du spielst viele Frauenklappen. Mhm. Was bringt sie zum Lachen, ist die Frage, gerichtet an die Dagmar. Eigentlich mein Publikum. Oh. Ja, die helfen mir so und lachen. Und diese Karte müssen wir doch kurz in die Kamera halten, mit so viel Fragezeichen und so einem süßen Smiley. Das interessiert uns doch beide. Nikolaus Single, Fragezeichen. Ja, über sowas rede ich eigentlich im Fernsehen gar nicht. Ja. Ich bitte, ich würde sagen, ja, nicht Single bleiben. Also ich bin Single und ich sage euch allen, es ist zu zweit alles doppelt so schön. Ja. Frau Koller, was ist hier? Noch eine schöne Melodie, das zerfließt da. Was wäre denn Ihr Jungbrunnen? Sie müssten jetzt verraten, was der Jungbrunnen ist. Das ist sehr schwer zu beantworten. Ja, das glaube ich. Schau mir nicht mit deinen schönen Augen so an. Der Jungbrunnen wäre jetzt für mich eine Reise nach Hawaii und dort 3 Monate ein Apartment mieten und dann komme ich wieder zurück und bin neugeboren. Ja, super. Das ist eine gute Idee.
Ein Wortspiel. Hey, Mr. Habian, lassen Sie gern die Puppen tanzen? Ja, da muss ich Nestreuer zitieren. Oh, nagelneuer Witz, wie oft hast du mich schon erfreut. Schau, eine Liebeserklärung, Frau Koller, Sie werden immer toller, auch da, Wortspiel. Super, ja. das ist besser. Frau Koller, Sie werden immer toller. Gibt es heuer wieder Antitheater bei den Wiener Festwochen? Antitheater bei den Wiener Festwochen? Ja, Festwochen. Antitheater, was ist Antitheater? Das müsst ihr jetzt vorher wissen. Hast du da was gemacht oder was? Aber die Wiener Festwochen haben noch nicht angefragt. Nein, Antitheater, würde ich sagen, ist das, wenn ein paar so Negative die Bühne kriegen und das war's. Also, und die machen heute nur mal solches Theater. Ich habe nicht ein einziges Mal mich entblößt auf der Bühne und habe so einen Erfolg gehabt, mein Leben lang. Ich habe einmal eine Nacktpuppe. Alles versteckt. Heute weiß ich genau, ein junger Regisseur wird verlangen, die alte Cola soll einmal beim letzten La Mancha, ich habe auf Leben und Tod gestritten, da hat der Regisseur gesagt, wenn die den Rock runterreißen bei der Vergewaltigung, sollst du nichts anhaben. So, na, das möchte ich mir anschauen. Eine 50-jährige Frau, wie kann er mir so sehen? So habe ich zu ihm gesagt, weil ich war damals 54, 55. Dann haben sie gesagt, ja, das ist modernes Theater und das muss ich machen. Ich habe es durchgesetzt. Voll angezogen, voll unter Wäsche, die alt schmutzig gemacht wurde auf der Bühne. Und habe genau den Erfolg gehabt, den die Leute wirklich gesagt haben, boah, der Cola. Und die Vergewaltigung war sensationell. Und sie haben nichts sehen können, nichts. Also man kann das ja spielen. Man muss ja nicht das arme Weib auf die Bühne nockert jagen in der heutigen Zeit. Ich finde das so gemein. Ihr Männer habt immer was davor. Dann rennt's auch mal nockert drauf. Nur bei den Chippendales? Nein, auch die haben eine Hand davor. Auch die haben gehabt das Suspensorium an. Weil mit mir haben sie geprobt für einen Liveball. Und ich war so glücklich. So haben sie mich hochgehoben und dann getragen. Lauter schöne Tänzer aus Köln. Haben sie alle T-Shirts angehabt. Und dann am Abend war eine Riesenschreierei und Applaus. Und die haben nicht gewusst, warum die so glücklich sind mit allen. Die sind alle wirklich splitternackt, aber davor ein wunderschönes Suspensorium, nennt man das. Nennt man das so? Ja. Sage ich es richtig? Ja. Ja. Weil mein S ist ein bisschen kärntnerisch. Was? Das macht nichts, das lieben wir. Kärntner haben ja kein S. Gell? Und eine Kirche, da hinten. Die Kirche, genau. Das würde mich auch noch interessieren, Herr Habian, was ist gruseliger? Puppen oder Clowns? Frau Denk, ich weiß es nicht. Ich kann das schon sagen. Ja? Beides ist erschütternd. Wirklich? Ja. Aber es kommt auf die Puppe an. Weil die Puppe ist nicht lebendig und tut mir so leid, weil ich immer Puppen gespielt habe. Und der Clown, der Habian macht sie immer lebendig. Sehr tragisch. Mhm. Ja, das habe ich heute gesehen. Ja. Schau, wie die Hand aufgelegt. Da ist die Mama auch da oder der Papa ist draußen. Der Papa ist da. Genau. Ich muss euch trennen. Ich will diese Frau entführen, Nikolaus. Schaffst du das? Ich kann heute gar nicht was. Ich werd mich schwer entführen. Du, die mit deiner Limo drüber hinwegtrösten. Damen und Herren, ich freue mich wahnsinnig. Was muss ich denn jetzt machen? Wir werden was singen. Ich kann ja nicht singen heute. Oh ja, es gibt ein wunderschönes Lied. Du hast mir gesagt am Telefon, Robert Stolz. Ja, aber da kann den ich vergessen nur die erste alle, Strophe. Haben alle gesagt. Und ich habe mir gedacht, dann bemühe ich mich, damit ihn nicht alle vergessen, den Robert Stolz. Das ist so ein Talent, wenn nicht der liebe Gott mir das gegeben hätte, wäre ich ja. Ja, und deshalb haben wir ein Robert Stolz-Lied vorbereitet. Aber ich sing's nur, wenn du mir hilfst. Ja, das tue ich gerne. Ja, das freut mich. Damen und Herren, Dagmar Koller. Und klang, da zog ein Fähnrich zur Garde, ein Fähnrich jung und voll Leichtsinn und schlank, auf der Kappe die goldene Kokarde. Da stand die Mutter vor ihrem Sohn, hielt seine Hände umschlungen, schenkt ihm ein kleines Mädchen. Adieu, mein kleiner Gardeoffizier.
Sorgenminen fort mit ihnen. Ta-ta-ra-ta-ta, für Trübsal sind andere da. Hey, adieu, mein kleiner Gardeoffizier. Adieu, adieu, sei das Glück mit dir, sei das Glück mit dir. Und eines Tages war alles aus. Schickte alle Soldaten nach Haus, neue Berufe sich zu schaffen. Die alte Garde stand müd und bleich um ihren Marschall im Kreise. Man blies den letzten Zapfenstreich und der Marschall sagte leise: selten eine Kollegin erlebt, die so viel Freude hat beim Singen. Ehrlich, bravo. Danke, bravo. Danke. Wirklich, danke. Bravo. Danke, Paula. Danke. Danke, Paula. Danke. Nikolaus wartet bereits. Ich verabschiede mich, sehr verehrte Damen und Herren. Doch die Zeit ist vorbei, verdammt, ist schon aus, fragt die Dagmar, recht hast. Ist schon aus. Jetzt hätten wir noch so viel zum Erzählen gehabt. Zu Hause stehen sie auch auf den Tischen. Verdammt, wir müssen sie dort lassen. Bleiben sie oben bis zum nächsten Mal, wenn wir wieder bei ihnen sind. Denk mit Kultur bedankt sich recht herzlich. Was für bunte Menschen hier heute. Einen großen Applaus für Nikolaus Habian! Danke, danke, danke. Dagmar Koller. Im Hintergrund, aber für uns einer der wichtigsten Personen hier in Otterkring. Damen und Herren, Josef. Wir bedanken uns bei einer Band, die alle Genres kann. Damen und Herren, der liebe Harry. Philipp. Alex. Ludwig. Meine Band. Deng. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Restabend. Genießen Sie es. Wir haben einiges noch zu besprechen, Damen und Herren. Danke, dass Sie bei uns waren. Mein Name? Birgit. Birgit Denk. Und ich sage auf Wiedersehen.